Ich hatte neulich eine Begegnung und die hat mich ganz schön erschüttert. Ich dachte, dass ich selbstbewusst bin. Ich dachte, dass ich genau weiß, was ich will und wer ich bin und was ich erreicht habe. Und diese Person hat es geschafft, mich völlig zu verunsichern. Die Person hat die ganze Zeit nur darüber geredet, wie toll sie ist, was sie alles macht und hat mir die ganze Zeit das Gefühl gegeben, dass ich nicht gut genug bin mit dem, was ich mache und was ich erreicht habe, weil alles, was ich erreicht habe, da hatte sie noch einen draufzusetzen und ja, ich verdiene so und so viel und ich habe so und so viele Freunde und ich habe dies und jenes und ich habe mich die ganze Zeit dabei ertappt, wie ich mich vergleiche und habe mich immer unsicherer gefühlt. Das hat eine ganze Weile gedauert, dass ich mich wieder am Schopf rausgezogen habe aus diesem Sumpf, dass ich bin nicht gut genug fühlens und jetzt geht's wieder. Ich habe dann nämlich gedacht, was geht's mich an? Was hat das mit mir zu tun, was dieser Mensch, diese Person da abzieht? Warum sollte es mich tangieren? Das war eine harte Arbeit, aber ich habe es geschafft.